Herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zurück. Heute geht es mal um das Thema Glasreinigung. Ich war mit dem Auto ja hier in Webrand, Hessen zum Swisser-Event und das waren insgesamt 800 Kilometer, also 400 hin, 400 zurück. Meine normale Hausstrecke zu Waschguru. Und dann bin ich hier noch ein bisschen unterwegs gewesen in einer Woche, 7 Tage, 1000 Kilometer auf das Auto raufgespult. So muss das sein. Und deswegen gucken wir uns heute meine Glasreinigung an und ich will ja für euch verschiedene Produkte testen und deswegen hier mal von Good Stuff wollten wir uns auch gemeinsam anschauen. Der Glass Cleaner, hier in der 250 ml Variante und das gibt es auch nur 500 ml, 1000, ich glaube 5 Liter noch, also es gibt da sehr, sehr viele Gebindegrößen. Was wir uns jetzt gemeinsam anschauen und zwar Knallhart-Test. Hier auf der Scheibe aus der Ferne sieht alles entspannt aus. Wenn wir da mal näher rangehen, dann seht ihr, was wir da in 1000 Kilometern jetzt aufgesammelt haben. Noch ein passendes Reinigungswerkzeug dazu. Ich nehme einmal den Chemical Works Glass mit und das Glass Pad, so nenne ich das ganz gern. Und damit kann man das halt sehr, sehr gut machen. Das sind so meine Favoriten, weil das lässt sich besser handeln. Zeige ich euch jetzt aber auch an der Scheibe. Viel Spaß, los geht's. Als erstes mal ein Blick hier auf die Scheibe, weil aus der Ferne kann man das natürlich nicht immer so gut erkennen. Und Deckenlicht wäre noch besser, aber ich denke mal, ihr seht hier, wir haben hier richtig, richtig viel Dreck insgesamt drauf. Ich nehme meinen Finger noch mit rein ins Video, weil dann ist der Fokus noch ein bisschen stabiler. Also ihr seht, wir haben sehr, sehr viel Dreck hier mit drauf. Auch diese kleinen gelben Würstchen hier. Ich war es nicht. Da, es ist alles komplett voll. Also wir haben da richtig viel angesammelt. Wir gehen mal hier auf die andere Seite auf Front. Schauen wir uns in einem der nächsten Videos an. Nur mal als kleiner Spoiler, was hier alles mit dran klebt. Auch da, pfui. Und hier Kennzeichen auch komplett voll. Auch da alles komplett voll. Gucken wir uns aber in einem der nächsten Videos an. Oh Mann, wir müssen dringendst wieder waschen. So, und hier geht es weiter auf der Fahrerseite. Alles komplett voll mit diesen Einschussbereichen. Da, dass das mal auch mal aus der Nähe seht. Und wir gehen dann natürlich dann nach der Reinigung nochmal hier ran. Weil jetzt positioniere ich euch ja wieder auf das Stativ. Und da ist halt leider so, dass man das unter freiem Himmel jetzt nicht mehr so mega gut erkennt. Ihr seht es hier, es sieht jetzt fast schon sauber aus, aber habt da auch nochmal schön den Vorherzustand. Jetzt geht es ja um die Reinigung. So, und dann legen wir los. Ich habe richtig Bock und zwar, wir fangen mal an mit dem Handschuh. Das ist so wirklich meine Nummer 1 Wahl aktuell. Zwei Seiten. Ich zeige euch auch immer gerne in den Videos verschiedene Sachen, ne? Und ihr wollt ja auch immer wieder auch verschiedene Sachen auch kennenlernen und sehen. Dazu habe ich euch aber auch schon Videos gemacht. Bin ich ein sehr großer Fan, weil Gegenfrage, warum nutzt ihr bei der Fahrzeugwäsche kein großes Mikrofasertuch zum Waschen oder kein kleines Mikrofasertuch? Weil es halt einfach unhandlich ist. Es hängt überall runter, man kann es nicht schön in der Form halten, es rutscht auseinander, wenn man es faltet. Und warum kann man das denn nicht auf die Glasreinigung übertragen? Und deswegen halt diese Glasreinigungshandschuhe mit zwei Seiten. Einmal hier eine Waffelstruktur auf der Seite, wie wir sie auch von den Waffeltüchern kennen. Und auf der Rückseite einfach eine ganz feine Mikrofaserseite zum klaren, streifenfreien Auspolieren. Das heißt, eine Reinigungsseite weiß und eine zum Auspolieren auf der anderen Seite. Für die Frontscheibe reicht ein Handschuh. Wenn ihr hier so eine verdreckte Frontscheibe habt und wollt dann noch auf die Seitenscheiben gehen, würde ich euch generell immer zwei Handschuhe empfehlen, weil dann habt ihr einfach mehr Sicherheit. Weil wenn sich das hier alles dann hier drin absetzt und dann geht ihr über die anderen Scheiben, da würde ich euch wirklich empfehlen, einen zweiten zu holen. Und dann immer im Wechsel, geht perfekt. So, Zauberei aus der Tasche. Good Stuff Glass Cleaner. Vom Duft her, Leute, schnuppern wir nochmal dran. Es riecht richtig, richtig fruchtig angenehm. Ich habe aber die Duftnote, finde ich die hier drauf als Info? Nein, wenn ich sie finde, schreibe ich sie euch mal unten in die Kommentare rein. Ansonsten, das hat einen super, super angenehmen Duft. Ich glaube, wenn ihr das auch im Innenraum dann mal nutzt, wenn ihr innen die Glasscheiben sauber macht, habt ihr dann auch so einen richtig schönen, frischen, fruchtigen Duft im Innenraum, der dann nach ein paar Stunden wieder weg ist. Aber bei der Anwendung ist es natürlich eine schöne Sache. Sprühkopf eingestellt. Und ich sag's mal dazu, das ist jetzt gerade mein Begleiter im Alltag. Das heißt, die kleine Flasche habe ich auch im Auto dann immer mit drin und deswegen habe ich auch diesen sehr feinen kleinen Sprühkopf drauf, der sehr schön vernebelt. Deswegen Hinweis, muss ich etwas mehr drücken, weil hier ein ganz feiner Spray kommt. Macht ihr hier einen Canon-Sprühkopf drauf, wie es auch original dann von Waschguru kommt, braucht ihr nicht so oft drücken wie ich, aber das vernebelt so fein mit diesem kleinen Sprühkopf, ihr kennt den vielleicht hier, ne? Diesen super feinen, da sprühe ich ja bei so einer Verschmutzung gern auch ein bisschen mehr auf, weil sonst macht es einfach keinen Sinn. Drüben gehe ich jetzt auch nochmal mit hin. Auf die Stellen, wo richtig viel drauf ist. Und ihr seht, das läuft auch kaum nach unten, wenn es überhaupt auf der Kamera sichtbar ist. Weil da so wenig Produkt rauskommt. Also ihr habt einen super geringen Verbrauch. Egal ob jetzt mit dem Sprühkopf oder auch mit dem Canon-Sprühkopf.
sind beide super am Vernebeln. Aber auf diese kleine 250ml Flasche passt der Cannonspielkopf nicht drauf vom Gewinde her. Der ist da zu groß. Hier löst es schon richtig den Dreck an. Ich kann ja mal gemeinsam mit euch noch mal ein Stück näher gehen. So, dann gucken wir uns das noch mal an. Hier haben wir mal so einen Fleck. Ich fasse jetzt mal rein. Igitt. Achtung. Guckt mal. Zack. Oh, ist das eklig. Oder hier. Nehmen wir mal den. Sebastian, das macht das Hobby doch aus, oder? Nicht nur Kontakt zum Auto, sondern auch Kontakt zum Schmutz. So, und jetzt Finger in den Mund, oder? Nein, natürlich nie. Was soll ich jetzt machen? So, schnell an der Hose abgewischt. Hat niemand gesehen. So, jetzt reinigen wir mal drüber. Ihr könnt mit diesem Sprühkopf hier so oft sprühen und habt gefühlt trotzdem kaum Produktverbrauch. So, jetzt gehe ich mal hier drüber. So weit, wie man kommt. Top. Also, erstmal grob alles verwischen. Und jetzt muss der Handschuh zwei Sachen erfüllen. Einmal muss er abrasiv genug sein, um das Ganze anzulösen. Und zweitens, ihr werdet gleich gucken, was hier im Handschuh drin ist, an Dreck gleich. Und zweitens muss er den Schmutz auch halten. Also nicht einfach nur über die Glasoberfläche schmieren, sondern das Ganze auch wirklich in der Struktur halten. Ich gehe hier nochmal auf dieses gelbe Kackwürstchen, was hier drauf ist oder was auch immer. Steinschläge habe ich auch drauf, sehe ich gerade. Naja. Ich komme rum. Ich komme rum, das ist so widerlich. Guckt euch das an. Hier. Ich hoffe, dass von der Helligkeit nimmt es das überhaupt auf. Hier. Dieser ganze gelbe Schmodder. Das ist jetzt eine Mischung zwischen Raps, Staub, diesen kleinen gelben Pfui-Würstchen, die hier drauf sind. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite genauso. Jetzt habe ich schon den schmutzigen Handschuh. Erstmal den Schmutz anlösen. Das geht absolut top. Also der Reiniger. Und man riecht es auch so ein bisschen, wenn man hier dann daran arbeitet. Hier. Und zack. Diese kleine gelbe Wurst ist auch weg. Das haftet wirklich am hartnäckigsten. Hier. Zack, weg. Hier drüben. Zack, weg. So. Und das Ganze lüftet auch. Ich sehe es jetzt hier schon komplett klar ab. Da drüben haben wir noch nicht mal auspoliert, aber es ist schon komplett klar. Das heißt, jetzt auf die andere Seite wechseln und dann einfach klar drüber gehen, auspolieren und ein guter Glasreiniger lüftet dann vollständig von alleine ab. Können wir auch mehrmals machen. Das ist ja der Vorteil von diesem Handschuh, von dieser Oberfläche. Das geht absolut top. Mann, habe ich hier viele Steinschläge drauf. Aber auch da hat es schon komplett abgelüftet. Was ist das hier? Das ist bloß ein kleines Blatt. So, also hier nochmal den letzten kleinen Film nutzen. Wir haben ja jetzt auch keine Verschmutzung mehr drauf. Alles, was hier jetzt noch drauf ist, sind kleine Steinschläge. Mann, aus. Ja, bei so einem Auto, das bleibt nicht aus. Ne? Und am Scheibenwischer nochmal lang gehen am Ende. Zack, fertig. So, und damit haben wir die Frontscheibe komplett gereinigt. Es sieht absolut top aus. Diese ganz kleinen vielen Punkte hier drauf sind alles Steinschläge im Glas. Ich weiß gar nicht, ob auf der Kamera überhaupt zu sehen ist. Hier, das auch. Nee, ist alles Steinschlag. Also, wunderbar klar geworden, schön sauber. Insgesamt tolles Bild. In den nächsten Tagen fahren wir wieder 1000 Kilometer. Da gucken wir uns das dann nochmal gerne mit einem anderen Reiniger an. Also hier der Gustav, tolle Reinigungsleistung, gefällt mir super. Und damit Gustav, Glasreiniger, hat den Test auf jeden Fall bestanden. Hat auch einen schönen Duft bei der Anwendung. Reinigungsleistung ist spitze. Zusammen mit so einem Glasreinigungshandschuh oder so einem Pad, absolut top. Ich habe euch jetzt nochmal nur den Handschuh gezeigt, weil der hat es komplett alleine geschafft. Und ihr könnt euch auch eine Kombination nach Hause holen. Und dann funktioniert das einfach sehr, sehr schön. Also insgesamt wirklich ein tolles Gesamtpaket. Und ich glaube auch preislich funktioniert das. Also das ist... Also falls ihr mal eine Alternative zu eurem aktuellen Glasreiniger sucht, mal was Neues testen wollt, definitiv, also macht doch nichts falsch. Und hat auch bei diesen Insekten wunderbar geklappt. Also das geht ja darum, diese organischen Rückstände wirklich schön anzulösen. Das hat man ja schön gesehen mit meinem Finger. Ja. Also haut rein, viel Spaß beim Austesten. Schreibt mir gerne eure Meinung unten rein. Habt ihr den auch schon mal ausprobiert? Dann unten, ich brauche euer Feedback, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich denke mal, auch hier, Gustav wird seine Fangemeinde oder seine Fans finden. Und wir gucken uns noch viele, viele weitere Produkte an. Glasreiniger. Kriegt einen Daumen nach oben. Empfehlung, funktioniert top. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.